Der australische Singer-Songwriter Matt Burke ist heute bei uns. Hi. Hi. Wie geht's? Gut, danke. Sehr gut. Du bist in Sydney geboren, wohnst aber in Salzburg. Ja. Wie hat es dich daher verschlagen? Ja, Backpacking. Backpacking und da wollte ich einfach in Europa das erleben. Früher war ich Exchange Student in Amerika, so mit 17, habe ich einige nette Leute von überall in Europa kennengelernt und die habe ich besucht. Und ich habe auch fast alles in Europa gesehen, was ich sehen wollte. Und anschließend war das Geld aus. Und dann bist du in Salzburg gestrandet oder hat es andere Gründe gegeben, hier zu bleiben? Hat mir dann wirklich sehr gut gefallen. Ich habe Ski gefahren in Saarbrücken-Hinterglemm, später dann Snowboarden gelernt und das mit den Mountains, mit das Alpine-Feeling, das hat mir wirklich gewonnen. Okay. Jetzt warst du relativ viel unterwegs in Australien, Deutschland und Österreich in einer Tour, die du Live-Musik ist Medizin genannt hast. Was ist die Idee dahinter, in psychiatrischen Kliniken zu spielen? Ja, ist vielleicht nicht ganz Neues, aber für mich war schon was Neues. Was für Leute die Verbindung mit Musik in dieser Heilungsprozess. Ich glaube, in Society, wir denken, okay, da ist ein Problem, ich habe Kopfschmerzen, ich nehme Tabletten, dann wird es so. Ich bin der Meinung, dass Medikament schon seinen Platz hat, aber dazu kommen viele andere Dinge und Musik hat so das Möglichkeit, mit so vielen verschiedenen Ebenen uns zu treffen, uns zu helfen, uns zu motivieren. Und es tut die Menschen besonders in Psychiatric Clinics sehr gut. Im letzten Jahr warst du dann für 2-3 Monate in Australien unterwegs. Wie war's? Heiß. Ja, wunderschön. So, aber was mir wirklich gut getan hat, war wieder dieser zwischenmenschliche Kontakt mit die Australier, auch in dies so am Land, wo es wenig Leute gibt, ist ganz interessant. Okay. Ja. Gibt es etwas in Salzburg, das du in Australien vermisst und umgekehrt? Ja, meine Kinder. So, meine Kinder sind hier geblieben und wir hatten dann nur Fernkontakt mit Skype, mit Telefonieren und dies geht nicht so gut mit kleinen Kindern. Ja. Dann ist mir klar geworden, die Entscheidung, die bewusste Entscheidung, hier zu bleiben, auch wenn mein Leben so sich geändert hat, aber näher zu den Kindern ist mir sehr, sehr wichtig, wird immer so sein. Außerdem, eigentlich die Berge schon. Yeah. Die Berge, weil ich muss es vorstellen, ich wohne in Pinzgau, Lofe, Unken, 15 Jahre insgesamt wohne ich da und durch mein Fenster sehe ich jeden Tag die Berge. Ja, das ist gut. Für manche ist dieses bedrückende Gefühl, ist mir so erklärt worden, dass man denkt, ah, wir sind so, ja, wir müssen hier bleiben. Aber dies ist immer ein Feeling, das tragst du mit. Ja. Ja.